So Leute, herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Wie wir in der letzten Folge gesehen haben, stehen wir jetzt hier sinnlos am Bahnhof rum, weil die eine Frau unseren Neffen abgeholt hat, den Jax. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, was uns heute so erwartet. Ich brauche ein Auto. Ich brauche ein Auto. Wenn möglich ein eigenes Auto, weil ich möchte keins klauen. Ah, da steht doch was. Da steht doch was. Wunderbar. Mal aufgrund von der GEMA mal die Musik ausschalten hier. Okay, dann können wir jetzt ja schauen, wo wir hin müssen. Ja. Ja, okay. Auf geht's. Oh Mann, ist das. Oh mein Gott. Ich muss mich vorbereiten. Okay. Kann man auch besser einparken hier. Ja. Kaufen Sie einige Herstellungskomponenten. Alles klar. Geh mal einkaufen hier. Hey. Wie kann ich behilflich sein? Nach einem Gefängnisausbruch werden heute die Sicherheitsprotokolle des Chicago Correctional Center amtlich überprüft. Gibt es was Bestimmtes? Die Fakten sind spärlich, aber wir wissen, dass mindestens ein Inhaftierter alle Kontrollpunkte passieren konnte. Glücklicherweise konnte die Chicago Police den Mann kurze Zeit später wieder festnehmen. John Smith, 34, wurde in Untersuchungshaft genommen. Sein Anwalt behauptet, dass sein Klient ein Opfer einer Verwechslung wurde. Das halte ich für ein Gerücht. So, chemische Komponenten. Instabile chemische Komponenten. War ordentlich zu lang hier. Komm, nehmen wir alles mit hier. Haben ja Geld. Ein paar elektrische Bauteile hier noch. Ja. So, alles voll. Oder? Ja. Gut. Komm wieder, wenn du was anderes brauchst. Mach ich. Da, da, da. So. Wie man Tools herstellt. Halten Sie L1, um das Waffenrad zu öffnen. Racine ist in Drücken den Sie. Brandon Docks und ich habe da keinen C2S-Zugang. Ich sollte wohl zuerst das Kontrollzentrum hacken. Drücken Sie Dreieck, um das gewählte Tool herzustellen. Irgendein komisches Zeichen zeigt an, dass Ihnen Komponenten zur Herstellung fehlen. Sie finden fehlende Komponenten bei Pfandleihern und Apotheken oder indem Sie Zivilisten hacken. Okay, ja, was wirft denn da? Oh, so eine instabile Chemikalie. Mit Sicherheit. Okay. Ein Ziel, haben wir ein Ziel? Okay. Weiter hier. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Huhu. Hallo? Hallo? Ah, da ist es ja. Da ist es ja. CTOS-Kontrollzentrum. Okay, die Musik mal wieder ausschalten hier. Mal schön wenden. Auf geht's! Au. Ah. Oh, was ist das? Ein Fernsehtruck. Könnten wir auch in Deutschland gebrauchen. Müllauto. Oh, die Autobahn oder Highway. Verbrechen erkannt. Sollen wir es machen? Sollen wir das Verbrechen zuerst verhindern? Ja, komm, machen wir. Das verhindern wir zuerst. Ja.
Ja, und wieder runter von dem Highway hier. Au. Oh. Ah. Okay. So. Alles klar. Schön Profiler öffnen hier. Komm schon, jawohl. So, hier muss es irgendwo sein. Hier muss es sein. Muss ihn nur noch finden. Oh. Das sieht doch stramm danach aus. Ah, klasse, das hat er mich bemerkt. Nicht cool. Naja, was soll's. Dann mal wieder zurück. Richtung Ziel. Ziel, wo bist du? Ziel. 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 Ah, da bist du ja. Okay. Auf geht's. Ah, ein bisschen Kleingeld verteilen. Ja. Oh, meine Bremsspuren. Ah, oh, fügen wir noch ein paar mehr hinzu. Jetzt bam 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 bam. Au 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 au. Hey, Strike. Jawohl. Hauptsache, ich nehme jedes Auto mit. Klasse. Oh. Das war knapp. Oh Mann, ist das ein schnelles Auto. Jawohl, oh, ja, komm. Ein paar Kratzer mehr können nicht schaden. Die Ampelanlagen der Stadt sorgen mit ihren Fehlfunktionen weiterhin für Unfälle. Au! Fahrer erwägen derzeit eine Sammelklage gegen die Stadt. Verdammt. Ja, diese Ampelanlagen sind schon komisch. Lauter Fehlfunktion hier. Ja, nicht so schnell. Wir müssen da links. Okay. Darüber, 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 ja. Was war das? Ah, mein Stoßdämpfer. Wunderbar. Ah. Okay. Ja, einpacken, schön. Einpacken, einpacken, ja. Okay. So, da müssen wir irgendwie rein hier. Lokalisieren Sie eine Wache mit dem Zugangscode. Schon wieder ein Typ, der Verstärkung rufen kann. Die gehen mir am meisten auf gewisse Körperteile. Plant einen Puff zu eröffnen. Was soll ich dazu sagen? Oh mein Gott, ein Tor geht auf einmal auf. Ich hätte schwören können. Das ist schon faszinierend. So, wie gehen wir nochmal in Deckung? Nein, das war nicht Deckung. Ah, das ist Deckung, ja. Okay. Ist aber schnell nach vorne hier. So,
Schalten wir den mal aus, wenn er vorbeikommt. Hoffentlich sieht er mich nicht. Du hast hier keinen Zugang. Ich lasse ihn nicht aus dem Visier. Ja, doch. Ja. Er sieht mich und hat eine Uzi. Das gefällt mir gar nicht. So, das war natürlich ein toller Start wieder. Hoffentlich wird das nächste Mal besser. So, zweiter Versuch. Hey, was geht? Lassen wir ein bisschen darüber laufen. So, jetzt gehen wir da rein. Sie betreten ein Sperrgebiet. Oh mein Gott. Nicht lustig. Ich hätte bessere Ideen. Dann sag's mir. Was findest du besser? Ja. Der ist auch mal ganz nach dem Motto. First, let me take selfies so in der Art. Okay. So, er steht aber auch ziemlich beschissen da, muss man echt sagen. Ja, okay. Bankkonto, jawohl. Hacken wir mal. Aber 1020 Dollar, aha. So. Jetzt sitze ich da rum. Was ist denn hier los? Ich muss mal in Zukunft darauf achten, was da eigentlich was draufsteht. Ist nicht mein Problem. So. Okay. Da habe ich vorhin so aus den falschen Knopf gedrückt. Kein Wunder, dass ich ihn nicht ausschalten konnte. So, da oben. Ah, da ist eine. Okay. Oh, eine Kamera. Kann man was sprengen? Sollen wir den mal ablenken? Noch eine Kamera. Das ist noch nicht mal meins. Bam. Oh mein Gott. Das war ein Unfall, Leute. Okay. Schade, dass er nicht drauf war. Das wäre richtig lustig. Okay. Da haben wir auch noch einen. Okay, ein Tower. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Macht's gut und haut rein. Das nächste Mal werden wir die alle dann mal nacheinander ausschalten. Hoffe ich doch mal. Bis dann.